Jo, willkommen zu Eden 12 in Normal. Und ja, ein bisschen verspätet und nicht mehr blind, so wie die letzten Fights, leider. Aber ich denke mal, ihr werdet trotzdem unglaublich viel Spaß haben. Es geht um diesen komischen Hecht. Utopia wiedergeboren werden. Puse, wie auch immer. Alles, das wir für alle Ewigkeit teilen können. Sie ist noch immer da drin. Irgendwo. Nein, ich werde unsere Zukunft auf keinen Fall aufgeben, Gaia. So, ein wunderschöner Fight. Er macht tatsächlich sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr Omega gespielt habt oder nicht. Aber im Prinzip hat er eine, hat er so ein paar Mechaniken aus Omega 2 übernommen. Also im übertragenen Sinne. Omega, nicht Omega 2, auf Omega 7. Omega 7, und zwar geht es vor allem darum, dass man ein bisschen im Hintergrund darauf achten muss, was er da gerade macht und mit welchen Bereichen er sich verlinkt, und dadurch setzen sich seine Mechaniken zusammen. Ansonsten macht er nicht viel. Also von daher alles gut. Genau, die Arena ist natürlich wieder toxisch, man darf nicht runterfallen. Und ich übergebe meinem anderen Tank den Lead, soll er ruhig machen. Ja. Frei von Vergangenheit und Zukunft in diesem perfekten Moment. Genau, sie wird nämlich jetzt hier am Rand solche komischen Felder erzeugen. Wie man gleich sehen wird. Also solche Bildchen. Und die Bilder sind halt eben. Und da sind sie auch schon. Also im Normalfall fängt sie jetzt erstmal mit irgendwas Einfachem an. Sowas wie, keine Ahnung. Was war das denn? Ach ja, das war Ramu. Ich hab's nicht gesehen gerade. Jetzt kommt die Leviathan, da sollte man nicht links oder rechts von ihr stehen. Genau deswegen. Und später machst du das Ganze noch kombiniert. Also, jetzt kommt als nächstes gleich wieder Ramu. Das ist ein festes Pattern hier an dieser Stelle. Von daher keine Sorge, nochmal Leviathan. Gleich wird sie auf Ifrit und Garuda wechseln, um auch die beiden nochmal gezeigt zu haben. Und da muss man halt eben schauen, Ifrit heißt links und rechts in einem kleinen Safe-Spot von ihr stehen, Garuda heißt diagonal von ihr stehen. Ich bekomme einen kleinen Tankbuster ab. Wo wir besser gesagt, ich glaube, das ist ein Laser, dann muss man auch... Nee, doch nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was macht sie? Ifrit. Ifrit heißt links und rechts von ihr stehen. Genau. Danach könnt ihr euch eigentlich schon hier ins nächste Viertel bewegen. Und als nächstes kommt Garuda. Ganz einfach. Und dann gleich wieder zurück. Weil das nächste wird wieder Ifrit sein. Und natürlich zum Schluss mit Garuda. So. Dann geht es auch gleich in die nächste Phase. Und die nächste Phase ist wiederum ein bisschen... Also ist es eher langweilig. Es ist so ein bisschen Cover-Modus mit ein paar Apps und sowas. Also nichts, was großartig dramatisch ist tatsächlich. So, trotzdem kann man hier schon mal auch die Tankfenster anmachen. Für den Fall, dass der Co-Tank nicht alles bekommt. Unser Utopia wird erst komplett sein. Wenn du aus unseren Erinnerungen getankt bist. Es ist ein vergleichsweise langer Kampf, den man hier machen muss. Du musst ihre Erinnerung bewahren. So, hier auf jeden Fall ganz schnell in den Teleporter, weil das, was hier drin, hier drüben passiert, will man natürlich nicht miterleben. Rams. Sie sind ja so knusprig. Hat so ein bisschen was von Götzchen hier.
Oder? Lass uns noch einen essen. Halbe, halbe? Es geht halt eben, wie gesagt, in erster Linie darum, jetzt schnell Platz zu machen, damit die Erinnerungen nicht zerstört werden. So, jetzt sollte man hier auf jeden Fall drin stehen. Außerdem, die Earthshaker haben, ganz wichtig, hier gibt es zwei Spieler, bekommen hier Earthshaker. Und die sollten sich natürlich links und rechts platzieren. Wo ist denn die andere Hälfte hin? Werde ich aus ihren Erinnerungen gelöscht? Ich hab doch gesagt, das wird eine schicke Halskette. Wunderschön. Ich finde, sie steht dir wirklich gut. Ihr am besten aufteilen in 4-4. Aber ich dachte, du solltest sie haben. Ah, ich sehe gerade, man kann die nicht ziehen. Das ist das erste Mal, dass ich als Tank hier drin bin. Ich dachte, die kann man zusammenziehen. Ist aber nicht der Fall. Macht aber nichts. Man kommt ja auch so ganz gut durch. So, das kann man entweder mit Anti-Knockback machen oder man lässt sich einfach knockbacken. So schlimm ist der Knockback nicht, wie ihr seht, und geht nicht mal die gesamte Arena durch. Ist das Eis? Wo ist das hergekommen? Wenn das so weitergeht, wird sie alles vergessen. Wie wär's denn mit dem hier? Das ist meine Farbe. Ich denke, die hier passt eher zu dir. Gar kein schweres Ding, wie gesagt. So, hier kann man auch nochmal noch weg. Muss man aber nicht, der ist eigentlich unglaublich gering. Man kann sich sogar hier hinstellen, fällt nicht runter. Wie ihr seht, also man kann fast die fast bei der Hälfte der Arena stehen. So, und das war's eigentlich auch schon. Das können wir nicht zulassen. Und jetzt wird der Fight halt eben aber ein bisschen mieser. Jetzt muss man nämlich aufpassen, ob hier der die Edens Verheißung entweder sammelt oder direkt ausführt. Da muss man echt aufpassen. Das hängt halt eben davon ab, wie die Attacke halt. Kriegt sie jetzt aus dem Kopf nicht hin, will ich aber gleich nochmal sagen. Wenn es soweit sein sollte. Warum verschwindest du nicht? Also, erstmal wieder Opener fahren. So, da geht's los. So, Ifrit und Ramu. Das heißt, weg von ihr an die Seiten. Aber das war mit Aufladung, ne? Ja, das war mit Aufladung. Das heißt, hier können wir noch mal ein bisschen abwarten. So, freilassen. Jetzt müssen wir hier, jetzt müssen wir von ihr weg und in die Seiten. Genau. Schwingen. Sehr schön gemacht. Genau, wenn sie nämlich gleich Freisetzung, jetzt macht sie Sammeln, das heißt, das nächste wird Garuda und Leviathan sein, das heißt ran und dann auf die Intercardinals, also und Verbindung Shiva, das bedeutet lediglich nichts bewegen, sonst rutscht man halt eben wirklich gegen, die kennt es ja aus Shiva. Darum ist es nicht verkehrt, erstmal also schon sich ausreichend zu positionieren. Jetzt müssen sie eigentlich auch gleich Freisetzung casten. Oder wir müssen erstmal solche süßen Dinger handeln. Yikes. So, trotzdem nicht vergessen, Freisetzung kommt gleich. Da kommt's. Und jetzt, wie gesagt, in die Safe Spots. Und die sind ziemlich gering, wie ihr seht. Es gibt noch die Möglichkeit, dass dann natürlich irgendwas mit Ifrit macht. Darf man auch nicht ganz vernachlässigen. Das ist halt eigentlich, wie gesagt, kein riesengroßer Kampf. So, auswerfen, direkt Leviathan und Ramu. Das heißt also Mitte weg.
genau so. So, auswerfen, Garuda und Ramu, das heißt also weg und in die Intercardinals. Zack. So, gucken wir weiter, was passiert. Nebenbei roter vergeigen. Er sammelt Ifrit und Ramu, Garuda und Ramu. Das heißt, beim und Verbindung Titan. Titan ist ähnlich wie bei den anderen Titans auch. Kommen Bomben runter. So, Gaias Zorn ist natürlich die AOE. So, und jetzt kommen die kleinen Bomben. Das heißt, erstmal hier zu der Bombe in die Mitte. Und Wechsel, damit man da nicht stirbt. So, und stürmischer Angriff, whatever. Große AOE ist nichts dahinter. Alles ist safe. Das war das Garuda und Ramu war das, was jetzt beim Freilassen kommt. Das heißt also Intercardinal weg. So, und gleich wird sie wieder sammeln. Genau, sammeln Leviathan und Garuda, das heißt wieder ein kleiner Safe Spot auf den Intercardinals. So, und ein kleiner Tankbuster für uns. Gar kein Problem, schnell einen Cooldown ziehen. Alles ist safe. Und da kommt es auch schon freilassen in Intercardinals, wie gesagt. Schade, wir haben bisher noch recht wenig Ifrit bekommen. Weil die sind eigentlich immer noch am nervigsten. Also, wenn man vom Teufel spricht. Leviathan und Ifrit, das heißt auf Osten und Westen platzieren. Aber natürlich erst, wenn sie auch auslösen gilt. Jetzt gibt es erstmal Shiva. Muss man gleich noch ein bisschen aufpassen wegen des Deckmarks, was hier reinkommt. Und den ganzen Mannsbahn. Hui! Ach Mensch, man rutscht hier ja gar nicht weit. So, stürmischer Angriff. Aus da. So, und jetzt kommt das Freisetzen. Freilassen. Wie gesagt, in Intercardinals war es, weil wir Leviathan... wir hatten Ifrit. Ganz vergessen. Und Intercardinals von Ost-West. Gut, dass die Gruppe das gut gehandelt hat. Sonst hätte ich jetzt falsch gestanden. So, direktes Auswerfen. Ifrit und Leviathan, das heißt genau, links, rechts von ihr und weiter in. Alles voll safe. Auswerfen Garuda und Ramu, also weg von ihr. So, was kommt jetzt? Maleficum! Schöner Angriffsname. Scheint Gruppenschaden zu sein. So, Ifrit und Ramu. Jawohl, das ist eine geile Kombi. Das heißt, weg und Ost-West. Titan kriegen wir noch, halt wieder die Bomben händeln. Werf mal ein Schild rein, weil jetzt gleich noch Gaias Gewicht kommt bestimmt. Gaias Zorn. Sag ich ja. Ja. Und dann natürlich wieder die Booms, Bombs. Stürmischer Angriff. Oh, ich glaube, da bin ich drin. Nee, bin ich nicht. Aha. Schafft. Okay. Dann gibt es halt eben keinen Ifrit und Ramu mehr. Das wäre einfach nur links, rechts von ihr und ganz weit außen. Und das wäre es gewesen. Unser Utopia. Unser Traum.
Und mit diesem Sieg, habe ich es noch gar nicht gesagt, Dankeschön natürlich an Luna Kiki und an meine persönliche Heilermieze, die ganz leise im Off ebenfalls dabei waren. Aus der Freien Gesellschaft, Schild Eorzeas. Auf Shiva! Schade, die Puppe kriege ich nicht. Aber egal. Nebenbei bin ich mega enttäuscht, was das Übergangsgear aus den Eden-Teilen angeht. Aber egal, raus hier! Und eine Cutscene verfolgen. So, Rine und Gaia sitzen da. Wir haben es geschafft. Endlich ist sie frei. So scheint es zumindest. Ich habe versucht, sie zu wecken, aber sie reagiert nicht. Gaia, ich weiß nicht, ob du mich hören kannst. Oder ob du dich an mich erinnerst. Aber gib mir einfach ein Zeichen, dass du in Ordnung bist. Bitte sag etwas, irgendwas. Sie kann nicht hören, versuch es weiter. Du hast recht, Duffel. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Moment, was ist das? Die Halskette. Aber sie hat doch gesagt, sie hätte sie in Crystarium zurückgelassen. Vielleicht mag sie sie doch mehr, als sie zugibt. Sie birgt eine Menge Erinnerungen für uns beide. Warte mal. Vielleicht gibt es einen Weg, wie wir die Halskette benutzen können, um Gaia zurückzubringen. Rufe Gaias Namen, um sie zu wecken. Okay. Gaia! Gaia! Gaia, wir sind hier bei dir. Komm zu uns zurück. Die Halskette beginnt schwach zu leuchten. Tut sie das wirklich? Na, da liegt sie. Sie leuchtet nicht. Sie kann uns hören, das weiß ich einfach. Jetzt können wir nur noch beten, dass sie zurückkehren wird. So, was haben wir hier Schönes? Direct Hit. Ah, komm, nehmen wir Direct Hit mit. Gaia, ich weiß, dass du da irgendwo drin bist. Wenn du verloren bist, werde ich einen Weg finden, dich zu erreichen. Ich schwöre es. Wo bin ich? Mitron, anscheinend bin ich endlich von dir befreit. Unser Wiedersehen war viel zu kurz. Nun werden wir einmal mehr getrennt. Das ist doch, was du wolltest. Du brauchst gar nicht so verärgert sein. Was meinst du damit? Du wurdest von Eden befreit und kannst wiedergeboren werden. Vielleicht wird das Schicksal uns eines Tages wieder zusammenführen in einem anderen Leben. Immerhin hast du mich bereits einmal gefunden, trotz aller Widrigkeiten. Vielleicht bin ich sogar ich es, die dich finden wird.
Ich würde gerne glauben, dass du dich erinnern wirst. Doch ich fürchte, du wirst mich und die Worte, die wir gewechselt haben, vergessen. Erinnerungen sind so zerbrechlich. Im Laufe der Zeit verblassen sie einfach. Aus diesem Grund habe ich vor, ein Tagebuch zu führen. Selbst wenn ich lange fort bin, werden meine Erinnerungen weiterleben. Um von zukünftigen Generationen entdeckt zu werden. Ja. Sie werden die Geschichte über ein pflichtbewusstes Mädchen und ihren treuen Beschützer lesen, der in der Stunde ihrer Not zur Stelle war. Vielleicht solltest du den Teil weglassen, indem dieser Beschützer derjenige ist, der gerettet werden muss. Du bist stark geworden. Wenn ich dich nur eher gefunden hätte, wären die Dinge womöglich anders ausgegangen. Nein, warte! Verlass mich nicht! Bis zum nächsten Mal, Artemis. Was rede ich da? Ja, darüber kann ich mir später noch Kopf zerbrechen. Ich muss hier raus, wo immer ich auch bin. Ich fühle mich, als sollte ich an einem bestimmten Ort sein, aber ich kann mich einfach nicht daran erinnern, wo. Was ist das? Hatte ich das die ganze Zeit bei mir? Es leuchtet in der Dunkelheit, hell wie eine Flamme. Ist das Eis? Sieht auf jeden Fall so aus. Aus irgendeinem Grund schmilzt es nicht. Habe schon mal gesehen. Das ist es. Da war ein Mädchen. Doch wie war ihr Name? Rine? Gaia! Rine! Ich kann dich hören. Rine, ich finde meinen Weg zurück nicht. Halte durch, Gaia, ich komme zu dir!
Du hast dich erinnert. Ich konnte dich niemals vergessen, selbst wenn ich versuchen würde. Also ist der Äther, den Eden absorbiert hat, in die Umgebung zurückgeflossen. Nun kann die große Leere endlich wiedergeboren werden, genau wie Mitron. Obwohl man sie nun wohl kaum mehr große Leere nennen kann, sie ist eine Utopie. Oh yeah, das sieht doch schon um einiges schicker aus hier. Möchte ich öfter hierher kommen und gucken, wie das am Ende alles aussieht und wie das alles wächst und immer größer wird und uhuhu. Ich kann es immer noch nicht fassen, was hier passiert ist. Ein Traum wird wahr. Ich wünschte nur, die anderen wären dabei, um es zu sehen. Ich werde ihnen alles erzählen, keine Sorge. Ja, das muss wohl reichen. Warte mal, vielleicht kannst du ja sogar etwas mitnehmen, um es ihnen zu zeigen. Ich wette, man könnte allerlei Leckereien aus den Früchten zaubern, die hier wachsen. Du könntest sie sogar selbst machen, Rene. Das ist eine tolle Idee. Ich habe aber meine Kochkünste lassen ein wenig zu wünschen übrig. Vielleicht werde ich um Hilfe damit bitten, wenn wir zurück in Crystarium sind. Es gibt da übrigens etwas, was ich fragen wollte. Wenn du die anderen sagst, meinst du damit Tancred, den Bücherwurm und Oranger, deinen Retter in der Not? Ja, genau. Tancred, der Bücherwurm. Nein, es ist genau umgekehrt. Tut mir leid, mein Gedächtnis ist noch unzuverlässiger als zuvor. Ich erinnere mich jedoch an manche Dinge. Die Hauptsache ist, dass das Flüstern in meinem Kopf aufgehört hat. Also sollte ich keinen weiteren Gedächtnisverlust erleiden, obwohl ein Teil von mir es vermissen wird, die Stimme der Fee zu hören. Ich weiß, wie du dich fühlst, Gaia, aber wie dem auch sei, wir haben alle eine Menge durchgemacht. Also warum kehren wir nicht in die Zivilisation zurück und gönnen uns eine wohlverdiente Pause? Alles klar. Überlass das Steuer mir. Tja, und da sind wir wieder zurück. Schade, die große Lichtflutwand steht da immer noch. Es wäre zu cool, wenn die zerbröselt wäre, jetzt nachdem wir Eden sozusagen gereinigt haben. Ich verstehe ja, dass es Treibstoff spart, wenn wir den Wüstengleiter hier lassen, anstatt den ganzen Weg bis nach Mord Zog zu reisen. Aber können wir nicht einfach ein bisschen voller tanken? Es ist nicht leicht, in diesem hochhackigen Schuhen die Wüste zu durchqueren, weißt du?
Ich kann mich daran erinnern, dass du von meiner Idee, ein paar vernünftige Wanderschuhe zu kaufen, nicht sehr angetan warst. Aber vielleicht sollten wir uns wirklich erst ein wenig hier ausruhen. Du musst müde vom Steuern sein. Keine Sorge, Rine. Das hat mir nichts ausgemacht. Ich hatte ja euch beide, um mir Gesellschaft zu leisten. Daher verging die Zeit wie im Flug. Die Landschaft zu betrachten, während mir der Wind durch die Haare weht, hat mir dabei geholfen, wieder zu klarem Verstand zu kommen. Vielleicht sollte ich mir meinen eigenen Wüstengleiter zulegen. Gesprochen wie eine waschechte Bewohnerin Julmors. Oh, tut mir leid. Das muss an meiner privilegierten Erziehung liegen. Ich fühle mich jedoch fast genauso komfortabel in eher bescheidenen Gefilden, wie Mordzok zum Beispiel. Wo wir schon davon sprechen, es ist an der Zeit, dass wir uns auf den Weg dorthin machen und Jalfurt alles berichten. Ja, okay, redet nicht mit mir, geht einfach weg. Ihr kleinen... Ist ja nicht so, dass ich mir hier die ganze Zeit mit dem Schwert durch Gegnerhorden gemetzelt habe. Aber ja, gut, okay, ich bin keines Kommentares wert. Das ist in Ordnung, ich hab's verstanden. Die beiden ihrer kleinen Bromans. Ja, wo man eigentlich so sehr eher eine Sismans sind, aber das klingt falsch. Willkommen zurück. Ich nehme an, in der großen Leere ist alles in Ordnung. Jetzt schon. Es ist nicht so gelaufen wie geplant, aber wir konnten den Umgebungsäther wiederherstellen. Nun müssen wir nur noch warten, bis sich die Veränderungen weiter ausbreiten. Was ihr nicht sagt, das sind in der Tat gute Neuigkeiten. Ich muss diese Entwicklung zwar noch dem Rest unseres inneren Kreises besprechen, aber vermutlich werden wir aus euren Expeditionen nicht länger ein Geheimnis machen müssen. Natürlich werden wir die Situation weiterhin beobachten, aber ich bin mir sicher, es wird nicht mehr lange dauern, bis wir allen Bürgern gestatten können, Ausflüge in die große Leere zu unternehmen. Es freut mich, euch mitteilen zu dürfen, dass auch ich ein paar gute Nachrichten habe. Unsere Nachforschungen in Julmor haben endlich Informationen über Garias wahre Identität zutage gefördert. Wirklich? Da diese Informationen persönlicher Natur sind, werden sie als streng vertraulich eingestuft. Ich habe nicht einmal selbst einen Blick darauf geworfen, aber ich vermute, sie enthalten Gaias richtigen Namen. Ehrlich gesagt, würde ich das lieber nicht wissen. Aber warum? Weißt du, ich habe eine Menge über meine Vergangenheit gelernt, selbst aus der Zeit vor meinem Leben in Julmor. Ich weiß, dass ich die Reinkarnation von Logriff bin, einem Aschien, und Mitron, der sich zu Eden verwandelte, war jemand ganz Besonderes für mich. 100 Jahre lang hat Mitron mich gerufen, in der Hoffnung, wieder mit mir vereint zu werden, doch es gab keine Antwort. Dennoch hielt Mitron an diesen teuren Erinnerungen an unser gemeinsames Leben fest und schrak vor nichts zurück, um sie einmal mehr Realität werden zu lassen. Gewissermaßen wollte Mitron also das Gleiche wie wir, die Welt wieder so herstellen, wie sie vor der Lichtflut war. Ja, es ist schade, dass die Dinge sich so entwickelt haben. In diesen 100 Jahren der Einsamkeit wurde sein Traum zu einer Besessenheit. Auch ich wäre der Dunkelheit in mir erlegen, wenn du und Dufte nicht gewesen wärt. Wenn jemand für Mitron da gewesen wäre, so wie ihr für mich da wart, hätten die Dinge vielleicht ein anderes Ende genommen.
Darum möchte ich von nun an anderen in Not helfen, damit ihre Träume eine Chance haben, Realität zu werden. Für mich ist der Name Gaia ein Symbol der Hoffnung. Und obgleich unsere Leben nur flüchtige Momente in dem großen Fluss der Zeit sind, so währt die Hoffnung doch ewig. Gaia. Ich weiß deine Bemühungen wirklich zu schätzen, mir dabei zu helfen, etwas über meine Vergangenheit in Yulmot zu erfahren, doch ich habe nun ein neues Leben. Ich bin Gaia, jetzt und für immer. Ja, absolut, das ist vollkommen verständlich. Solange du glücklich damit bist, sind wir es auch. Ich denke, meine Kollegen werden es kaum erwarten können, ihre Aufmerksamkeit der großen Lehre zu widmen. Wenn ihr mich bitte entschuldigt, ich habe ein paar Expeditionen zu arrangieren. Bis demnächst. Ich will aber wissen, wer dahinter steckt. Lauf nicht weg, ich will's wissen. Gib mir die persönlichen Infos. Also, was sollen wir nun tun? Komm schon, Rine. Erzähl mir nicht, du hättest es vergessen. Das Fest im Kristarium, erinnerst du dich? Und denk nicht mal daran, mich außen vor zu lassen. Das möchte ich um nichts in der Welt verpassen. Und das war dann wohl die Quest zu Eden. Hier drüben bei Lori, können wir noch den Abschlussbericht besprechen, welcher uns den Zugriff auf Eden Savage liefert. Die Reisende kehrt zurück. Ich habe zwar noch keinen offiziellen Bericht erhalten, aber ich freue mich zu hören, dass eure jüngsten Unternehmung von Erfolg gekrönt war. Die Messungen haben mir allerdings ziemlich Sorgen bereitet. Das war keine gewöhnliche Störung im Äther und es ist schön, dich gesund und munter wiederzusehen. Was den Bericht über eure Expedition angeht, so sagte Rine mir, dass es sich ein wenig verzögern würde. Sie wird mich informieren, wenn er fertig ist und sie bereit sind, den Rückweg nach Mordsock anzutreten. Ich werde dich über die Kontaktperle rufen, sobald ich von ihr höre. Paar Tage später. Hier ist der Bericht von mir selbst verfasst. Es wird eine spannende Lektüre abgeben, wenn ich das behaupten darf. Oh. Dann hast du die Arbeit diesmal für Rine übernommen. Nun ja, ich interessiere mich in letzter Zeit für Schreiben und es schien mir eine gute Gelegenheit, um zu üben. Ich dachte, es sei einfach eine objektive Darstellung der Ereignisse zu verfassen, doch es ist erstaunlich kompliziert. Als ich es nochmal gelesen habe, klang vieles unverständlich. Du hast ja auch ein paar künstlerische Freiheiten bei den Teilen erlaubt, an die du dich nicht ganz erinnern konntest. Auf jeden Fall wird er sich als äußerst nützlich erweisen, solange ich in der Lage bin, Fakten von Ausschmückungen zu unterscheiden. Da dies nun erledigt ist, sollten wir uns ein paar Mordleckereien gönnen.
Schmückung? Du machst dir doch nicht immer noch Sorgen deswegen, oder? Du hast einfach nur ein paar Lücken gefüllt, das ist alles. Hier, sieh dir das mal an. Das habe ich gefunden, nachdem ich mich von dem letzten Kampf erholt hatte. Das ist doch dieser Kristall, das ist noch einer dieser Kristalle, die Edens Erinnerung enthalten. Als du dich auf den Kristall konzentrierst, erscheinen Visionen von besiegten Gegnern vor deinem inneren Auge, doch sie scheinen deutlich mächtiger zu sein, als du sie in Erinnerung hast. Ja, ich habe die Bilder auch gesehen. Ich bin froh, dass die Gegner, die du wirklich bekämpft hast, nicht ganz so wild waren. Aber nun, da wir wissen, dass Eden, was Eden wirklich ist, sind wir es Mitron schuldig, diese Erinnerung am Leben zu erhalten, auch wenn sie verzerrt sind. Gaia, bist du dir da sicher? Trotz all diesem Zorns und der Arglist lag etwas Gutes in ihm. Und diese Erinnerungen gehören dir, Dufte. Also möchte ich, dass du den Kristall hast. Betrachte ihn als Mitrons Abschiedsgeschenk. Aber was rede ich noch? Hattest du noch etwas von Leckereien gesagt? Hattest du nicht etwas von Leckereien gesagt, Rina? Wenn wir damit fertig sind, kann ich dich auf eine Spritztour mitnehmen. Immerhin habe ich jetzt mein eigenes Transportmittel. Was? Wann hast du das denn? Ach schon gut. Sicher doch, ich würde gerne eine Spritztour machen. Und warum fragen wir nicht auch Dufte und Laurie, ob sie mitkommen möchten? Ich fürchte, es gibt nur Platz für zwei. Vielleicht ein andermal? Und da gehen sie hin. Was immer Gaia in diesem Kristall erblickt hat, scheint sie ziemlich bewegt zu haben. Wenn du willst, kann ich ihn hier für dich aufbewahren. Wann immer du in seine Tiefen blicken willst, brauchst du mir einfach nur Bescheid geben. Und damit haben wir Savage freigeschaltet. Ja, ja, so geht das. Es gibt immer eine Quest nach der letzten. Und so gibt es auch von meiner Seite aus. Erstmal wieder einen kleinen Cut. Bis denn!